Wenn man Geschichten erzählt, dann spielt die Wahl des Erzählers eine wichtige Rolle. Denn der Erzähler entscheidet, ob die Erzählung funktioniert oder nicht. Wie findet man also den richtigen Erzähler für seine Geschichte? Im letzten Video haben wir den Typenkreis von Stanzel umgeformt und daraus drei Fragen hergeleitet, mit denen man als Autor den richtigen Erzähler für seine Geschichte finden kann. Und dieses Mal machen wir dasselbe mit einem Konkurrenzmodell. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Schreibtechnikerin Fiaelse Marien und heute verunstalten wir die Erzähltheorie von Gérard Genet zu vier Fragen, mit deren Hilfe wir den richtigen Erzähler für unsere Geschichte finden können. Diese Erzähltheorie hat in den 90er Jahren im akademischen Bereich Stanzels Typenkreis in den Hintergrund gedrängt. Aber außerhalb des akademischen Bereichs ist es immer noch eher wenig bekannt. Wenn ihr also mehr über dieses Modell erfahren wollt, dann habe ich ein Video auf diesem Kanal, das dieses Modell erklärt. Den Link dazu findet ihr rechts oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Was aber unbedingt in diesem Video hier erwähnt werden muss, ist, dass Genet hinsichtlich der Erzählperspektive eine sehr wichtige Trennung eingeführt hat. Und zwar trennt er zwischen Modus und Stimme. Modus ist die Frage danach, wer das Geschehen wahrnimmt. Und Stimme ist die Frage danach, wer das Geschehen wiedergibt. Auf diese beiden Gruppen verteilen sich auch unsere vier Fragen heute. Beim Modus wählen wir nämlich die Fokalisierung. Und die restlichen drei Fragen auf dem Weg zum passenden Erzähler gehören in den Bereich der Stimme. Nun denn, wer nimmt das Geschehen wahr? Da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste wäre die Nullfokalisierung. Das ist der Fall, wenn der Erzähler mehr weiß als die Figuren. Die zweite Möglichkeit ist die interne Fokalisierung. Der Fall, wenn der Erzähler exakt so viel weiß wie die Figuren. Und die externe Fokalisierung schließlich bezeichnet den Fall, wenn der Erzähler weniger weiß als die Figuren. Als Autor fragen wir uns also, von welchem Punkt aus soll der Leser das Geschehen wahrnehmen? Soll er, wie zum Beispiel im Fall der Nullfokalisierung, das Geschehen quasi aus Vogelperspektive wahrnehmen? Oder aus der kleinen und sehr begrenzten Froschperspektive einer Figur? Oder soll er das Geschehen durch eine scheinbar neutrale Kamera beobachten und nur das sehen, was äußerlich wahrnehmbar ist? Das war es denn auch für den Modus. Kommen wir nun also in den Bereich der Stimme. Und zwar wählen wir hier erstmal die Zeit. Wir haben einmal den Zeitpunkt, wo das Geschehen stattgefunden hat und wir haben einmal den Zeitpunkt, zu dem die Erzählung stattfindet. Und wir fragen, in welchem Verhältnis diese beiden Zeitpunkte zueinander stehen sollen. Im Fall der späteren Narration findet die Erzählung nach dem Geschehen statt. Also etwas ist in der Vergangenheit passiert und der Erzähler erzählt dementsprechend in der Vergangenheitsform. Die frühere Narration ist zwar ein seltener Fall, aber es gibt sie. Hier findet die Erzählung vor dem Geschehen statt. Und der Erzähler verwendet hier natürlich das Futur. Dann gibt es noch die gleichzeitige Narration. Das ist logischerweise der Fall, wenn die Erzählung zeitgleich mit dem Geschehen stattfindet. Also eine Erzählung in Präsens. Also etwas passiert und ich gebe zeitgleich wieder, was ich wahrnehme. Zuletzt gibt es schließlich noch die eingeschobene Narration. Hier wird eine Erzählung immer wieder aktualisiert. Was bedeutet das? Das bedeutet, etwas passiert und dann erzählt der Erzähler. Und dann passiert wieder was. Und der Erzähler erzählt, was im neuen Abschnitt passiert ist. Wir sprechen hier zum Beispiel von Tagebüchern oder von Briefromanen. Diese Frage nach der Zeitform kann man als Frage nach der Distanz zum Geschehen betrachten. Nämlich, wie viel Distanz soll der Leser zum Geschehen haben? Es ist schließlich ein Unterschied, ob man über etwas Aktuelles oder Vergangenes berichtet. Das hängt auch mit den Fragen zusammen, wie natürlich soll sich der Erzählakt anfühlen und wie wahrnehmbar soll der Erzählakt sein. Eine eingeschobene Narration zum Beispiel ist sehr wahrnehmbar. Wenn ein Roman als Briefsammlung stilisiert ist, dann nimmt man als Leser ganz klar wahr, da ist jemand und er schreibt Briefe. Mit einer späteren oder gleichzeitigen Narration hingegen kann man die Illusion erzeugen, man würde im Kopf eine Figur sitzen. Und was die Natürlichkeit angeht, Tagebücher oder Briefe, also die eingeschobene Narration, sind sehr natürlich. Aber die frühere Narration ist für jemanden, der nicht in die Zukunft blicken kann, ziemlich wieder natürlich. Gehen wir nun weiter und wählen die Ebene unserer Erzählung. Hier geht es darum, wie unmittelbar die Erzählung stattfinden soll. So haben wir auf der extradiegetischen Ebene einen Erzähler, der dem Leser die Geschichte direkt erzählt. Die intradiegetische Ebene hingegen
ist eine Erzählung in einer Erzählung. Der Erzähler erzählt also, wie die Geschichte erzählt wird. Das heißt, die extradiegetische Ebene ist eine Rahmenhandlung und die eigentliche Geschichte findet auf der intradiegetischen Ebene statt. Haben wir in der Geschichte noch eine Geschichte, dann sprechen wir von einer metadiegetischen Ebene. Und sollte es noch verschachtelter werden, sprechen wir von einer meta-meta-diegetischen Ebene und als nächsten Schritt auch von der meta-meta-meta-diegetischen Ebene. Wenn wir nun als Autor einen Erzähler für unsere Geschichte auswählen, fragen wir uns, wie nah soll der Leser an der Erzählung stehen? Soll er die Geschichte unmittelbar vom Erzähler hören? Oder soll er lediglich nur Zeuge sein, wie eine Figur die Geschichte erzählt? Oder soll er sich vielleicht in einer komplexen, verschachtelten Erzählstruktur zurechtfinden? Oder soll er sogar unterschiedliche, sich widersprechende intra- und metadiegetische Erzählungen auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen? Die ganzen Erzählungen in der Erzählung müssen ja nicht zwangsläufig einen zuverlässigen Erzähler haben. Der dritte Punkt in der Kategorie der Stimme ist schließlich die Wahl der Welt, in der sich der Erzähler befinden soll. Ein heterodiegetischer Erzähler befindet sich außerhalb der narrativen Welt. Das heißt, es gibt eine Welt, in der die Figuren leben und miteinander agieren, aber der Erzähler ist nicht Teil davon. Das Gegenteil des heterodiegetischen Erzählers ist der homodiegetische Erzähler. Er befindet sich nämlich innerhalb der narrativen Welt, also in derselben Welt wie die Figuren. Und in der Regel bedeutet das auch, dass er selbst eine Figur ist. Dann gibt es schließlich noch den autodiegetischen Erzähler. Das ist eine Sonderform des homodiegetischen Erzählers, denn er bezeichnet den Fall, wenn der Erzähler nicht nur die Geschichte erzählt, sondern auch der Protagonist der Handlung ist. Für uns als Autoren bedeutet das nun, dass wir entscheiden müssen, wie der Leser den Erzähler wahrnehmen soll. Soll der Erzähler eher unsichtbar sein? Oder soll er sichtbar sein und seine Meinung preisgeben? Oder soll der Erzähler als Figur auftauchen? Oder soll er gar seine eigene Geschichte erzählen? Nun haben wir also unsere vier Fragen und können sie anwenden. Im letzten Video haben wir uns die Aufgabe gestellt, einen Erzähler zu finden, der dem Leser ermöglicht, mit der Hauptfigur quasi zu verschmelzen und mit ihr mitzufühlen. Machen wir in diesem Video also dasselbe. Wir stellen uns die vier Fragen. Erstmal zur Fokalisierung. Von welchem Punkt aus soll der Leser das Geschehen wahrnehmen? Wenn der Leser mit der Hauptfigur verschmelzen soll, sollte der Erzähler und damit der Leser so nah wie möglich an der Figur sein. Das heißt, wir wählen die interne Fokalisierung. Dann kommen wir zur Frage nach der Zeit. Wie viel Distanz soll der Leser zum Geschehen haben? In unserem Fall so wenig wie möglich. Damit schließen wir die vollkommen unnatürliche frühere Narration komplett aus, so wie auch die eingeschobene Narration, weil diese Art der Erzählung sehr wahrnehmbar ist. Das heißt, wir müssen uns zwischen der späteren Narration und der gleichzeitigen Narration entscheiden. Zugegeben, die gleichzeitige Narration ist etwas unnatürlich. Der Fall, dass jemand direkt wiedergibt, was er wahrnimmt, ist im realen Leben extrem selten. Das haben wir zum Beispiel bei Sportkommentatoren. Aber kein normaler Mensch kommentiert ständig sein Alltagsleben. Wenn man etwas erzählt, dann in der Regel von Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Deswegen ist die spätere Narration etwas natürlicher. Doch auch die gleichzeitige Narration hat trotz allem ihre Vorteile. Durch die Präsensform wirkt alles, was erzählt wird, etwas unmittelbarer. Frei nach dem Motto, es passiert gerade jetzt, genau in diesem Moment. Die Frage nach der Ebene ist zum Glück etwas einfacher. Wie nah soll der Leser an der Erzählung stehen? So nah wie möglich. Der Leser soll nicht lediglich nur Zeuge davon sein, wie eine Figur etwas erzählt, sondern die Geschichte direkt vom Erzähler erzählt bekommen. Das heißt, wir packen unsere eigentliche Geschichte auf die extradiegetische Ebene. Und last but not least wählen wir aus, in welcher Welt sich der Erzähler befinden soll. Wie soll der Leser den Erzähler also wahrnehmen? Ich persönlich plädiere dafür, den Erzähler in einem solchen Fall möglichst unsichtbar zu machen. Ein homodiegetischer Erzähler sagt immer ich und das macht ihn sichtbar. Ein heterodiegetischer Erzähler hingegen kann ich sagen, muss es aber nicht. Deswegen bin ich persönlich für einen heterodiegetischen Erzähler, der sich möglichst im Hintergrund hält. Und so viel gibt's heute zu Jeanette. Am Ende möchte ich nur noch anmerken, dass die Grenzen auch bei diesem Modell sehr fließend sind. Zum Beispiel kann eine Fokalisierung variabel sein, das heißt sich während der Erzählung ändern, oder es gibt auch das Phänomen der Metalepse, das heißt den Fall, wenn die unterschiedlichen Ebenen miteinander vermischt werden. Wenn man also einen wirklich passenden Erzähler finden will, muss man eben auch hier für sich geklärt haben, was man mit seiner Geschichte erreichen möchte. Und jetzt, wo wir beide Modelle angesprochen haben, mögen manche vielleicht überlegen, welches Modell ist jetzt besser, Stanzel oder Jeanette, welches wende ich an? Ich kann nur sagen, sucht euch das aus, was euch am besten gefällt.
Ich persönlich wende beide Modelle gleichzeitig an, spricht hier nichts dagegen. Aber egal welches Modell man letztendlich wählt, es gilt nach wie vor, wenn es darum geht, den richtigen Erzähler für die eigene Geschichte zu finden, sind Erfahrung durch Lesen und Analysieren die beste Lernhilfe. Aus diesem Grund habe ich auf diesem Kanal eine Playlist mit Erzählanalysen. Wer also Lust hat auf mehr Stanzel und Jeanette sowie das Zerfleddern von literarischen Werken, ist herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr rechts oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und das war es dann auch für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn dieses Video euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine neuen Videos verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!